Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Hilfe! Jo Leute. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SRS 12 auf der Map Faunas V2.1. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt nach der langen VRS-Zeit wieder mal SRS spielen könnten. Wieder SRS spielen könnte, da das Game halt einfach Multiplayer ist und das einfach ziemlich geil ist. Wir hoffen, euch gefallen die SRS-Videos auch. Wenn ja, dann zeigt es uns gerne mit einem Daumen hoch. Und wir werden jetzt mal Pistenbullis kaufen. Und dann haben wir gesagt, dass wir diese Bahn hier in Betrieb nehmen. Wie heißt die, Eddie? Wo kann ich das schauen? Boxeinbahn. Und dann die Piste 16, 17a und die 17 präparieren. Genau. So, welchen nimmst du? Ich habe den blauen Leitwolf genommen. Wir müssen dann noch die Straßen und so vom Schnee befreien. Ja. Eli, kannst du mir mal noch ein Schild kaufen und so? Ja, was hast du jetzt für einen gekauft? Den 600er. Oh, die Rückwärtsfahrsteuerung ist auch so angenehm. Jetzt sieht man eigentlich, dass das Spiel eigentlich nicht mal so schlecht ist, finde ich. Lauren ist gerade total begeistert, weil er mit mir zusammenspielen kann. Ja. Was für eine große Ehre. Das Game direkt ist sympathisch. Leute, schreibt auch gerne in die Kommentare, ob wir mal einen Livestream machen sollen, wo ihr auch mitspielen könnt. Also wir hätten auf jeden Fall Bock darauf. Ja. Auch auf dieser Map, einfach mit ein, zwei Mods und so. Hauptsächlich überall ist Schnee. Ich habe einfach den Schnee von der Steinkugel Standard Map rübergeladen in diesem Spielstand, damit wir auch im Tal unten mal keinen Schnee haben und so. Jetzt ist halt auch in den Stationen drin Schnee und alles, ja. Aber egal. Dafür haben wir jetzt einmal ein bisschen anders, als dass einfach standardmäßig im ganzen Gebiet schon Schnee liegt. Ja, Laurin, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? ups. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen beschneien. Ein bisschen? TF10. Ist dir aufgefallen, wie oft wir gerade gesagt haben? Nein. Technoalpin, oder? Ja. Mit dem Turm? 4,5 Meter Liftturm? Ja. Ah, hier sind wir. Leute, das ist das erste SRS-Video, das Laurin schneidet und nicht ich. Ich bin echt gespannt, wie er es macht. Ja. Er platziert die Kanonen einfach an der ganzen Piste verteilt. Ein paar. Halt nicht so übertrieben, sondern einfach ein paar. Okay, ich habe jetzt mal platziert. So, back in the bully. Leute, schaut doch gerne mal auf unserem Discord vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sind inzwischen schon fast 35 Leute oder so, ja, auf dem Discord. Richtig geil. Und da wird immer wieder mal etwas angekündigt. Oder wir teilen da auch die Videolinks, wenn wieder ein neues Video online ist. Und ihr könnt auch miteinander schreiben, ihr findet vielleicht auch Kollegen, mit denen ihr dann ein bisschen zocken könnt und so. Also es ist ganz nice, schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, wir sind jetzt an der Bergstation oben. Diese Gondeln werden wir dann gleich einmal beschicken und so. Wir fahren jetzt nochmal runter, würde ich sagen, oder? Ja, wir müssen schon die ganze Piste präparieren. Morgen, also am Montag, kommt dann wahrscheinlich, oder am Dienstag, das weiß ich noch nicht sicher, kommt dann auch mal ein Transport Fever 2 Video. Bin gespannt, wie euch dieses Spiel dann gefällt und so. Und wenn es euch gefällt, dann mache ich da auf jeden Fall auch noch ein, zwei weitere Videos. Ich glaube, wir können jetzt mal die Schneekanonen ausschalten. Fährst du dann hier nochmal kurz hoch? Ja, kann dann ich. Dann fahre ich schon mal auf der anderen Piste. Ich schalte dann auch gleich noch die Schneekanonen aus und du kannst dann, wenn du hochfährst, wieder alles noch schön machen, da wo beschneit wurde.
Schaltest du die Kanone aus? Ja, aber ich fahre jetzt auf der anderen Piste hoch. Es macht wieder Spaß, ich muss es zugeben. Ja, vor allem, wenn man halt zu zweit ist, dann präpariert man halt auch die Pisten. Ja. Im WRS halt, da wer präpariert alleine eine Riesenpiste? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Hilfe! Ich stehe auf dem Dach von der Station. Hier vorne kannst du übrigens auch mit der Winde präparieren. Ja. Leute, seht ihr den kleinen Fratz da? Tutut! Alter, das klingt einfach so hart wie eine Autohupe. Ist auch eine Autohupe. Nein. So, Leute, hier hänge ich jetzt meine Winde an. Wie hänge ich die nochmal ein? Mit 6 und 7. Und mit 4 und 5 kannst du drehen. 6. So Leute, ich bin eingeklinkt. So, Windenpräparation, yay! Es ist zum Beispiel, Leute, die Piste. Also wer präpariert die alleine? Das komische ist doch behindert. Also im WRS, Junge, da stelle ich den Helfer ein. So Leute, wir machen jetzt hier die letzten Lines und dann haben wir diese Piste auch fertig. Ich warte noch ein bisschen auf dir. Das ist auf dir. Auf dir. Dass es realistischer wirkt. Ja. Oh, das ist so wunderschön, Eli. Ja, wir werden jetzt gleich noch die Bahn in Betrieb nehmen. Die Achtergondelbahn ist es, ja. Und das Skigebiet oben mit dem Schlepplift und dem Zweiersessel und so, das werden wir dann in einer der nächsten Folgen machen. Ja. Oder im Livestream. Oder im Livestream, ja. Also Leute, es gibt noch einiges zu tun. Schreibt auf jeden Fall rein, ob ihr den Livestream wollt mit der Community. Müssen wir die Gondel oben anfahren. Du musst jetzt zuerst mit den 4 Gondeln hier unten hochfahren und dann kannst du oben beginnen zu beschicken. Ja, voll realistisch. So, jetzt habe ich die Absperrungen auch platziert, dass die Leute hier keinen Unfall bauen. Wir werden jetzt die Bahn in Betrieb nehmen. Ich mache das irgendwie zum zweiten oder dritten Mal oder so. Ich helfe dir aus der Ferne, während ich hier dran bin. Ich weiß nur Signal, Signal und dann Start. Schaut euch das an, dieses Spannfeld. Oh, ein Träumchen. So, zack, 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 Abfahrt. Genau. Und jetzt fährst du Start. Schnell. Ja, sie fahren. Ah, Freunde, ich bin noch nicht so der Profi. Doch, klar. Egal, beim nächsten Mal schaffe ich das dann alleine. Ganz alleine. Aber wie es weitergeht und wie Laurin die Bahn fertig beschickt, das seht ihr dann in der nächsten Folge vom SRS 12. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Schaut gerne auf unserem Discord vorbei, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Haut rein und ciao. Ciao.